Und willkommen zurück bei Let's Play Fallout New Vegas. Ich hoffe, ich habe das Problem von letztem Mal und den Malen davor jetzt irgendwie behoben. Und zwar, dass sich das Ganze hier ständig verabschiedet hat. Wir werden es gleich sehen. Oder später. Ich denke, wohl eher später, jetzt gleich noch nicht. Wir reisen nochmal zur X-13 Forschungsstation. Da wollten wir ja dieses Mal gucken. Und zwar müssen wir... Genau, einmal die Intelligenzeinheits-Upgrades noch finden. Da ist eins drinne. Und dann hier X-13 Prototyp, Brustplatte, Stiefel, Handschuhe. Die gibt es da auch. Zack, Quicksave. Und dann würde ich sagen, geht's los. Puh, okay. X-13 Lab. Erstmal hier. Ganz entspannt die Schränke durchgeguckt. So, Sicherheitsterminal. Oh, Apfel. Was haben wir denn da? Einrichtung X-13, Projekt Blaues Blut. REX-13 Versandnotiz. Alles ist unter Kontrolle hier unten. Falls ich Ihre Unterstützung brauche, lasse ich Sie es wissen. Paris wird in Kürze eintreffen, um die Lieferung entgegenzunehmen. Die Paris? Paris? Dr. Callis. Wir haben erfolgreich ein Kapazitätsmodul entwickelt, das in der Lage ist, einen gezielten elektromagnetischen Impuls eines Schallemitters auszustrahlen. Während der verursachte physikalische Schaden eher gering ist, hat Jenkins die Waffe jedoch auf ein Kraftfeld abgefeuert und es hat den Emitterstrahl des Felds vernichtet. Nach eingehender Untersuchung haben wir herausgefunden, dass die Pistole nur eine kleine Bandbreite an Frequenzen beeinflusst. Unglücklicherweise fällt die Frequenz unserer Kraftfelder in diesem Bereich. Die Pistole wurde zu weiteren Untersuchungen zu X8 geschickt. Schallemitternotiz. X8. Da waren wir noch nicht, okay. Und... Ja. Okay, die brauchen wir, um diese Kraftfelder hier zu zerstören, alles klar. Ist klar. Müssen wir uns merken. Denn... Hier unten gab es ja auch noch irgendwo eins. Ich glaube, hier bei der Antennenanlage war so ein Kraftfeld. Oder? War das da oder war das... Hier bei der Medizin... Ich glaube, es war bei der medizinischen Einrichtung. Wollen wir das zuerst holen? Nee, komm, wir machen erst hier jetzt. So, die können wir öffnen. Hallo? 66 EP. Vorkriegsgeld. Schachbrett kannst du behalten. Hier können wir nichts machen. Da können wir auch nichts tun. Hier. Das können wir uns auch sparen. Altmetall braucht auch kein Mensch. Und Bier ist auch nichts für uns. So. X-13 Prototyp Handschuhe. Da sind sie. Beschädigter Prototyp. Was? Stealth Suit Ideas? Achso, ja. Forschungsterminal, hier können wir da lesen. Feldpistolenprototyp. Wir haben erfolgreich ein Kapazitätsmodul entwickelt, das in der Lage ist, einen gezielten elektromagnetischen Impuls eines Schallemitters auszustrahlen. Während der verursachte physikalische Schaden gering ist, Achso, ja, okay. Mark II Handschuh. Ich habe mit Mori daran gearbeitet, die Handschuhe an den Rumpf anzupassen und habe ein paar Verbesserungen entwickelt, die die Handbewegungsgenauigkeit des Benutzers stark erweitern sollten. Ich habe Reddings neue gummierte Dämpfungsmischung adaptiert und habe es auf die Wandfläche und andere sich schnell abtragende Oberflächen aufgetragen. Wenn sich der Anzug erstmal an den Benutzer angepasst hat, sollten die Vorteile dieser Upgrades offensichtlich sein. Ich bin auf den Anzug gespannt, muss ich ja sagen. Ich hoffe... Wir bekommen den. So, hier sieht man ein Bild des kompletten Prototyps.
Lab 2. Da haben wir die Stiefel. Zack. Nehmen dünne rote Paste. Ja. Dicke rote Paste. Nehmen wir mit. Ich habe keine Ahnung wozu. Ich habe keine Ahnung. Boot-Test. Kick a Nightstalker. Aha, fail. Leather Souls, Rubber, Steel. Toad? Achso, Stahlkappe. Beschädigter Prototyp. So, gibt's hier was Neues? Nö. Nichts Neues. Quicksave. Da ist auch noch ein beschädigter Prototyp. Ein paar Blechdosen. Oh. Hier haben wir die Brustplatte. Sie haben den Auditiv-Tarnanzug erhalten. Er kann nicht nur durch... Was? Nicht nur durch Testen in X13 verbessert werden. Es hat auch Medex und Stimpak-Reserven für alle ihre Schmerzstillbedürfnisse. Medex und Stimpaks nicht enthalten. Tarnanzug MK2 hinzugefügt. Cool. Probieren wir gleich mal aus. Ah. Ein Büchlein. Ein Büchlein. Was wir uns auch sofort anschauen. Bringt nämlich Schleichen. Schleichen plus 15. Was? Supergeil. Okay. Von der Rüstung her jetzt nicht so gut. Aber... Hallo. Freut mich, dich kennenzulernen. Hi. Vor wem kann ich dich heute verbergen? Stimpak-Reserven ausreichend. Cool. Nimmt er die dann automatisch, oder was? Das ist natürlich... Wir haben noch genug Medex, bis wir den Schmerz betäuben müssen. Das ist natürlich nett. Werden wir beobachtet? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Hier sind keine Gegner. Hier haben wir wahrscheinlich wieder dasselbe. Ach nee, doch was Neues. Hochachtung. Hochachtung für den Bohnenschoten-Zusatz für die VR-Simulation. Ich mag die Hans- und die Bohnenranke-Anspielung, Kumpel. Ich hoffe, Kalis kriegt keinen Anfall. Pass auf mit dem Typen. Er hat sich schon immer nur... Was? Er hat sich schon immer mehr als nur ein bisschen über Kleinigkeiten aufgeregt. Ich musste meine Kampfgebräuanlage in den X-12-Lagerraum bringen, nachdem er bei den Projektleitern einen Prohibitionsanfall darüber hatte. Kampfgebräu? Testsubjektbeobachtung. Ja, ja, machen Sie die Tests, wenn Sie das von mir fernhält. Ich gehe wieder runter zu den Käfigen, um zu sehen, ob ein Schlag mit dem Viehtreiber Ihre Fähigkeiten auslöst. Die anderen Projektleiter werden in ein paar Tagen vorbeikommen und wir müssen in der Lage sein, Fortschritte zu präsentieren. Dr. Kalis. Testsubjektbeobachtung nochmal. Warum zur Hölle schicken Sie mir diese Nachrichten? Sie arbeiten ein paar Schritte weg von mir. Bringen Sie Ihren Hintern hier rüber und sagen Sie, was Sie zu sagen haben. Hören Sie auf, meine Zeit mit diesen unaufhörlichen Nachrichten zu vergeuden, Dr. Kellys. Feldpistolenprototyp. Ja, mal Vorgang. Elektromagnetischen Impuls. Genau, das kennen wir ja schon. Was? Verstrahlte Sunset Sarsaparilla? Oh, ein Stealth Boy. Verstrahlen müssen wir uns ja nicht unbedingt. Hier können wir eine Tasse mitnehmen für Maggie. So. Bleirohr, bla bla bla. Das Nickel hier. Leer, leer, leer. Ach so, da unten ist die Testanlage, ne? Hm. Ist ein Wunder, dass wir noch leben, ne, mit dem Anzug. Gibt's hier noch was? Ganz viel. Nachtpirscherforschung. Ich glaube, dass das neueste Serum sich als Erfolg erwiesen hat. Unter menschlicher Beobachtung bleiben die Kreaturen sichtbar, aber ein paar der Nachtaufnahmen zeigen, dass das Serum wirkt. Die Tiere scheinen zu lernen, wie sie ihre neue Tarnfähigkeiten nutzen können, wenn niemand sie beobachtet.
Vielleicht gibt es eine körperliche Einschränkung oder irgendeinen psychischen Nebeneffekt der Fähigkeit, die die Nutzung unter Zwang verhindert. Ich denke, ich werde mit dem Testen der Tiere unter Stress am Montag als allererstes fortfahren. Serverschnüffler. Die VR-Simulation ist nicht in Ordnung? Verdammt! Klingt, als ob es irgendwo in der Software einen Bug gibt. Ich hoffe, dass das nicht die Anzugssysteme versaut. Ich habe gerade erst übers Wochenende die Firmware für Mori anpassen lassen. Erzählen wir Kalis fürs Erste, dass wir Stromprobleme haben und konzentrieren uns auf die Rap-Contests, bis wir den Anzug für Tests außerhalb des Labors fertig haben. Kiel, PS, löschen Sie diese Nachricht so schnell wie möglich. Ich will nicht, dass Kalis mich deswegen belästigt. Versandnotiz, das hatten wir ja schon, oder? Oh ne, hatten wir glaube ich nicht. Ihre Lieferung Viehtreiber ist heute angekommen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass unsere Systeme dazu gebaut wurden, Infiltrationen von feindlichen Agenten zu verhindern, nicht gegen interne Bedrohungen zu schützen. Falls Sie irgendwelche Tests an Kreaturen durchführen, leiten Sie diese Aufgabe bitte an die Tierversuchseinrichtungen weiter. Wie Sie mit dem Schallemitter sehen konnten, vertragen unsere Kraftfelder keine Stromschwankungen. Testsubjekt Beobachtung. Ich habe bemerkt, dass einige der Kreaturen immer aggressiver werden, wenn ich am Morgen in das Labor komme. Wurde etwas in ihrer Ernährung verändert? Ich werde ein paar Tests machen, wenn Sie wollen. Hier nochmal. Ich habe die Labortests durchgeführt, habe keine merkliche Änderung in Ihrem Blut feststellen können. Ich fürchte, dass unser Gebrauch von Viehtreibern mit der Zusammensetzung der Injektionen wechselwirkt. Wir betreten neues Gebiet. Ich würde es bedauern, wenn wir Ihre Arbeit wegen einer Änderung der Hirnchemie verlieren. Diese Viecher könnten für die Kriegsführung unschätzbaren Wert haben, wenn wir ihr Verhalten irgendwie kontrollieren könnten. Assistentin Paris. Hier noch so ein beschädigter Prototyp. Human Stealth Suit Prototypes. Da können wir pennen. Hier können wir nichts machen. Sicherheitsterminal. Geht das? Okay, geht einfach so. Da ist noch eine Nuka-Cola Victory oder so, ne? Ja, Tatsache. Und normale auch noch. Und eine Quarz. Sehr schön. So, dann gehen wir mal ins Testlabor. Datenerfassungsfeld online. Bitte verwenden Sie das unten stehende Terminal, um die Benutzersynchronisierung zu beginnen. Oh mein Gott, was geschieht hier? Bla bla, das haben wir schon gehabt. Testeinrichtung, hier geht's zurück. Hier geht's noch weiter runter, da. Observation Area, Observation Area. Mal wieder kippen überall. Gut, gucken wir erstmal hier. Sieht gut aus da unten. Ah, ich dachte schon, das sind die Kameras, ne? Das klang gerade irgendwie merkwürdig. Vorschlag. Ich habe festgestellt, dass Ihre Arbeit in letzter Zeit stark nachgelassen hat. Das scheint von einem bemerkenswerten Gewichtszuwachs innerhalb der letzten paar Monate begleitet zu sein. Ich habe ein Implantat entwickelt, das nachweisbar in Labortieren die Leistung erhöht und gleichzeitig das Gewicht reduziert. Zugegeben, wir haben noch keine Testreihen mit Menschen durchgeführt, aber ich bin sicher, dass es vollkommen sicher ist. Bitte vermeiden Sie auch den Verzehr von Snacks im Labor. Wenn Sie eine weitere Kamera beschmieren, werde ich jegliches Essen in der Einrichtung untersagen, Dr. Kellys. Notiz hinzugefügt, Autodoc Upgrade, irgendwas. Können wir da unsere Körperproportionen mit ändern? Achso, hier können wir. Achso, hier hat das gebunkert. Ist ja auch cool. Oh, nicht schlecht. So, da hinten ist noch ein Terminal. Aber da gibt's wahrscheinlich auch nichts Neues, ne? Testgebiet A, Bewertung. Chayanov hat mich neulich den ersten Teil der Einrichtung zum Testen der Stolperdrähte und Annäherungsminen durchlaufen lassen. Und der Anzug hat dauernd was gescheuert. Mori sagt, dass irgendwelche Firmware-Updates die Passgenauigkeitsfähigkeit des Anzugs repariert haben. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Die Beine haben ständig abgebunden und der Rumpf war lächerlich eng. Vielleicht sollte ich damit aufhören, Fancy Lads aus Sloths Vorräten zu stehlen. Was zur Hölle?
Was zur Hölle ist dein verdammtes Problem? Alles, was ich getan habe, war die letzte Ausgabe von La Fantoma zu lesen und dieser Grießkram Kalis nennt mich einen Schmierbratz. Was zur Hölle ist überhaupt ein Schmierbratz? Lustig, haha, mein Name ist Batz. Der Witz war schon in der Schule uralt. Mieser Snob. Tut mir leid, musste das nur loswerden, Batz. Der verfressene Batz. Na schön. Da hinten ist noch ein Terminal. Ah, Forscher Chainoff. Feldpistolen-Prototyp, Testbeobachtung. Ich habe Mendoza beobachtet, wie er durch die verschiedenen X-13-Tests gestolpert ist und habe einen kritischen Fehler im Stolperdraht-Emitteraufbau gefunden. Ein begabter Wissenschaftler oder jemand mit fortgeschrittenem Wissen in Elektronikreparatur könnte das Gehäuse aufbrechen und den FFI-Schaltkreis hacken, so dass das momentane Testsubjekt ignoriert wird. Ich werde sehen, ob ich die Gehäuse verstärken kann. Gleich nachdem die Projektleiter diese Woche die Einrichtung besucht haben. Das kennen wir ja mit dem Feldpistolen-Prototyp. Schluck Kaffee, Moment. Köstlich. Was kann ich da hinten tun? Nichts wahrscheinlich, ne? Nö. Okay. Dann... Observation Area 2 ist das, ne? Ja. Gibt's hier was Schönes? New Coca-Cola Victory? Wodka. Das gibt's ja nicht. Alkohol am Arbeitsplatz. Und ein Negligé auch noch. Mein Gott, was ist hier geschehen? Und auch noch Glücksspiel. Hier würde ich nichts zu tun haben. Können wir hier diese Karten? Ne, können wir nicht. Wir lesen schnell hier hinten und dann hauen wir ab. Techniker Skinner. Feldpistolen-Prototyp. Forscher. Wenn Sloth damit beschäftigt ist, sich den Wanst vollzuschlagen und zu versuchen, neue Plätze als Versteck vor Kalis für seinen Junkfood zu finden, habe ich mich entschieden, mit einem Mod von einem der Techniker aus X8 zu experimentieren. Macht das nicht, mit Mods zu experimentieren ist nicht gut. Ich war vielleicht nicht in der Lage, mir wie diese Eierköpfe aus dem obersten Stockwerk einen Doktortitel zu leisten, aber ich habe schon programmiert, als ich noch Windeln getragen habe. Ich habe eine Menge an Redundanzien und sich expansionell vermehrenden Schleifenfehler gefunden, die diese Fachidioten übersehen haben müssen. Meine Reparaturen sollten die Feuerrate dieser K9-Waffe, an der sie gearbeitet haben, verbessern. Vielleicht werden sie sogar implementiert, wenn ich sie auf einem ihrer Tische liegen lasse. Gott, die würden mich nicht ernst nehmen, wenn ich versuchen würde, dafür den Ruhm einzuheimsen. Die K9-Waffe, ist das... Ach so, K9000-Mod. Ah, cool. K9000 war diese, diese Hundewaffe, die wir da hatten. Haben wir die dabei? Ich glaube, die haben wir dabei, ne? Oder haben wir abgelegt? K9000 Cyberhundpistole. Gut, müssen wir wieder kaufen, die Modifikation. So, was zur Hölle? Was zur Hölle ist ein verdammtes Problem? Also, genau, also das hatten wir schon. Der Batz. Schauen Sie sich diesen Mod an. Hey Kumpel, ich habe den Jungs drüben in X8 damit geholfen, das neue Spielzeug zu testen, das sie bauen. Hör dir das an. Es ist eine Pistole, die ein Hundegehirn benutzt, um Ziele zu verfolgen. Sie haben mich gebeten, mit ihren Pistolen Auslösecode herumzuspielen und ich habe diesen Mod entwickelt. Würdest du es nächstes Mal, wenn du hier bist, versuchen? Kalis überschüttet mich mit Arbeit, X13 für den kommenden Besuch der Projektleiter vorzubereiten. Und er will ein Geschütz eingerichtet haben, sodass wir nicht die neuen Sicherheitsvoraussetzungen verletzen. Danke. Feldpistolen-Prototyp. So, Hauptcomputer-Upgrade, K9000-Mod. Sehr cool. Müssen wir auch wieder kaufen. Achso, das war das. Finden Sie die Upgrades für den Autodock des Beckens. Ey, wie viele Upgrades sitzt da hinten auch nochmal? Das ist ja wohl ein Witz. Gut, jetzt machen wir erstmal hier. Genau, aktivieren Sie den grundlegenden Infiltrationstest, um damit zu beginnen, den Tarnanzug zu initialisieren. Das werden wir gleich machen. Nachdem wir uns hier genauestens umgesehen haben. Nachtpirschersaft. Lecker.
will gar nicht wissen, wie dieser Saft gewonnen wird. So. Beschädigter Prototyp. Ah, Munition. Saftiges Grün. Und eine Tasse. Da drüben waren wir. Dann gehen wir mal hier lang. Okay, hier geht's noch runter. Dann erstmal hier. Aber hier waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Ja. Observation Area. Okay, komm, gehen wir runter zu den Tests. Waffe packen wir kurz weg. Test Area. Oh Gott. Das nehmen wir mit. Haarklammern können wir auch gebrauchen. Das ist leer. Belohnungssafe. Ah, Belohnungen sind ja immer gut, ne? Okay, na komm. Achso, Mark 4 Geschützturm, den hatten sie da aufgebaut. Alles klar, hier Testterminal. Grundlegender Infiltrationstest starten. Dies ist der grundlegende Tarntest. Die Roboter werden uns suchen, aber wir werden nicht zulassen, dass sie uns finden. Holen Sie sich das X-13-Dokument aus dem Mansafe des Administrators. Okay. Für diesen Test müssen Sie ein Dokument aus dem Büro des Administrators stehlen, ohne von den patrouillierenden Robotern bemerkt zu werden. Ein erforderlicher, erfolgreicher Versuch wird automatisch die Software des Anzugs updaten und einen Gegenstand im Versorgungsschrank als Belohnung ausgeben. Erfolg! Erreichen Sie das Büro des Administrators und stehlen Sie das Dokument, ohne bemerkt zu werden. Fehlschlag! Bemerkt werden. Okay. Kurz mal gucken. Jetzt hier lang, oder? Ich glaube ja, ne? Also wir müssen vermutlich so hier durch. Da ist eine Kamera. Zählt die auch mit dazu? Denke ja. Da ist er. Okay. Security is your duty. Wann ist der nächste? So, einen Augenblick, ein Schlückchen aus der Tasse. Nein. Kommt der bis hierher? Okay, da steht er. Da steht er und da dreht er. Wir gehen da rein. Hier ist ja keiner, ne? Nö. Hier auch nicht. Funktioniert gut. Der Anzug ist super. So, ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Da sollten wir vermutlich... Nee, also wenn wir da rausgehen, dann... Oh, scheiße. Scheiße! Bitte nicht! Verschwinde! Aha. Nein! Schade. Wir wurden von den Robotern entdeckt. Wenn du zurück zum Terminal gehst, um den Test neu zu starten, werde ich nächstes Mal nicht versagen.
Okay, dann warte. Ich will nur kurz... Hallo, Sir. Ja, hi. Mal was schauen. Wie kommen wir da hin? Hier sind wir richtig, ne? Ja, okay. Okay. Alles klar. Jetzt wissen wir Bescheid. Dann gehen wir zurück und machen den Test einfach nochmal. Das sollte ja kein Problem sein. Hallo, Sir. Hallo. So. Dann auf ein neues. Das sollte kein Problem sein, sofern ich nicht wieder versage. Ja, bitte nicht. Also, nochmal, nee. Okay. Weiter, weiter, weiter. Jawohl. Sehr schön, dann hier rüber. Nein! Nein! Okay, ich war zu schnell. Oh Mann. So. Oh. Hallo, safe. Okay. Hier lang. Jetzt. Da. Das war knapp. Alter, war das knapp. Warte mal, machen wir Quick Save. Er fährt da lang. Heißt, wir können hier in aller Ruhe rein. So. Wen findest du niedlicher? Dr. Klein oder Dr. Burroughs? Sei still. Keine Zeit für so einen Schwachsinn. Hallo? Ich geh mal hier weg. Moment. Na komm schon. Beweg dich. Der Anzug ist gut. Der Anzug ist super. So, da mussten wir lang. Und dann hier. Und dann da. Jawohl. Testdaten verarbeitet. Firmware auf Version 1.1 aktualisiert. Stiefeldämpfungssensoren online. 2200! Cool. Plus 10 Schleichen. Sehr cool. Ein Bruch in X13? Nein. Nicht bei der Tarnanzug verbirgt sie vor meinen Roboskorpionen. Stecht den Eindringling! Oh nein! Stecht ihn bis zum Umfallen! Böse Roboter! Ja, sehr. Böse, böse Roboter! Ach, ich merke schon, der Anzug ist super. Dem werden wir noch viel Freude haben. Das Auge von Skorpion! Schluss mit Schleichen! Jetzt wird gekämpft! Richtig! Wissenschaft sind sie nicht gewachsen! Jetzt wird... Au! Jetzt wird gekämpft, Junge! Oh. Macht der Roboter was? Natürlich nicht. So, jetzt haben wir keine Muni mehr. Mir entkommen sie nicht. Oh, Mann!
Das hat so keinen Wert. Ich wechsle mal auf die. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Das ist scheiße. Ich sollte in ein paar mobile Augen investieren. Das ist richtig kacke so. Und wir probieren das mal mit den Stimpaks jetzt aus. Wir lassen ihn mal so, wie er ist. Mal gucken, ob uns der Anzug dann heilt. Wenn wir fast tot sind. Diese Robosensoren müssen neu kalibriert werden. Das wäre ja interessant. Haben wir hier noch irgendwas? Ich sollte in ein paar mobile Augen investieren. Du solltest mal die Klappe halten. Wie wär's denn damit? Das wäre schön. Das Scan läuft immer noch. Wenn du einfach mal die Klappe hältst. So. Reisen Sie zum X. Optional. Alle X13-Tests abschließen. Gibt's da noch welche? Bam. Für Gewalt. Es ist technisch unmöglich, cool, eine Überdosis Schmerzmittel zu nehmen. Das ist ja witzig. Jetzt haben wir Medics bekommen. In Ordnung, bleiben wir alle ruhig. So. Könnte nur ein Radar-Echo gewesen sein. Da oben ist noch ein Skorpion. Oder hier unten? Okay, nee, der ist oben. Warte mal. Fortgeschrittenen Infiltrationstest starten. Cool. Warte mal, wir holen uns erstmal da oben diesen blöden... Roboter-Skorpion. Das Auge von Möbius liegt dich. Der Wissenschaft sind sie. Ruhe, Gattung. Ist schon alles? So. Dann können wir uns den Tests widmen. Und dann würde ich sagen, machen wir den fortgeschrittenen Test in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.